This is not south of France. This is Frottingen. Wahnsinn, this is not slow motion, this is for real. Wow. Da geht er dahin, unser Golfrasen. So, nach dem Schnee gestern, heute wieder Sonne. Und weil Sonne, deswegen ein neues Gadget. Ein Teichbubbler, weil nämlich die Fische hier, die mal zahlreich da waren, letztes Jahr ausgestorben sind, aber seltsamerweise hat doch einer überlebt in diesem Teich. Relativ klein, so ungefähr 5 cm, ein Goldfisch. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Und damit er ein bisschen mehr Sauerstoff hat in dem schon etwas veralkten Teich, gibt es jetzt diesen Bubbler. Lavendel wächst wunderbar. Und eigentlich sollte man den Goldfisch vielleicht hier lagern. Da hat er jedenfalls genug Sauerstoff, aber es ist ein bisschen kalt und der Reihe hat das eine Freude. Deswegen gibt es jetzt eben dieses Teil hier mit einer kleinen Pumpe und zwei Schläuchen mit so Sauerstoffsteinen. Das werde ich jetzt mal montieren. So, zwei Steine. Das ist hier die Pumpe. Die kommt dann noch unter diesen Topfabdecker, damit sie nicht nass wird, Spießchen und Solarpanel. Und ich denke, der sonnigste Ort ist wahrscheinlich hier. Da werde ich das Solarpanel hinmachen und dann mal sehen, wo die Pumpe hinkommt. Denn ich denke, ich möchte da den einen Stein in die tiefste Stelle des Teiches und den anderen eigentlich da hinten, wo die Algen sind. Aber das wird sich wohl nicht ausgehen mit der Länge. Die Pumpe ist da jetzt unter diesem Töpfchen. Die ist nicht ganz 100% wasserdicht. Und hier ist eben zwei Leitungen. Blubbert munter vor sich hin. Hoffentlich kriegt der Fisch jetzt ein bisschen mehr Sauerstoff, dieser eine. Und das hemmt vielleicht ein bisschen das Algenwachstum da hinten.